Puff, 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 puff. Irgendwo ist irgendwas gestorben. Ist okay. Und ich darf jetzt nicht aussehen, damit auf meine Basis schießen. Oh. Und ich muss ja die Königin erst knacken. Das heißt, ich müsste da, da unten links. Ich bräuchte unten links Snipertürme, um die Königin zu knacken. Und dann kann ich mit dem Raketenwerfer den Spawner schneller killen. Das wäre so der Plan. Weil ich bin mir relativ sicher, wenn ich mit dem Raketenwerfer auf die Königin schieße, ist sie nur bei, keine Ahnung, für die 20% oder so. Würde Sinn machen. Wo ich das hier gerade sehe, baller ich mal ein bisschen Stein. Ein bisschen mehr Stein, okay. So. Weg, 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 weg. Bau den Drill hier bitte neu auf und tu erstmal alles so in eine Kiste. Ohne es vorher zu irgendwas anderem zu verarbeiten. Den kann ich mir nämlich überlegen, was ich damit anfangen will. Könnte ich zum Beispiel Landfill draus machen, um die ganzen Wasserflächen aufzufüllen. So, haben wir hier unten überhaupt Snipertürme? Ich glaube nämlich nicht. Haben wir inzwischen... Ja, wir haben inzwischen ganz viel Sniper-Munition auf dem Fließband. Das hat also geklappt. Das finde ich sehr schön. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Boah, die Mauern sind schon richtig runtergeprügelt hier. Noch ein bisschen fixen. Sonst brechen die hier bald durch. Da sehe ich rote Punkte links von uns auf der Minimap langwuseln. Die scheinen aber noch nicht angreifen zu wollen. Aber mal gucken. Ich habe da eine kleine Überraschung für euch. Hier ist ein Dollardom und da und da und da. So, das sollte schon fast für eine Königin reichen. Hm? Dann bräuchte ich noch zwei Tore. Oh, puh. Okay. Gleich. Du, Tor, Tor. Kiste. Du in die Kiste, das da. Und jetzt nimmt das alles mit. So, jetzt nehme ich aber auch außerdem die ganze Munition mit, die noch auf dem Fließband liegt. Ja, und mach daraus jetzt bitte rote Tränke. Dadurch haben wir wieder mehr Platz, um wieder mehr aufzunehmen. So. Die brauche ich nicht wirklich, weil das ja alles auf dem Fließband jetzt ist. So, okay. Ich hätte die ganze Zeit Raketen mehr von der Hand. Das ist nicht gut. So, erstmal gucken, was das da für ein Konglomerat an Viechern war. Ich habe sie gar nicht gesehen. Mach allerdings auch fast keinen Schaden, das ist okay. So, da ist eine Basis, die etwas größer zu sein scheint. Ja, ein Spawner, ein Zanken, Königin, Nurseries. Das sind, keine Ahnung, 4 Alien-Artefakte oder so. 5, ich darf mich warten. So, Königin, komm her. Dich müssen wir erstmal killen. Bisschen ködern. Oh. Weg ist doch etwas länger und sie ist schneller als ich. Na, wobei, sie ist genauso schnell, kann das sein? Das ganz ohne irgendwelche Sprint-Sachen drin. Einmal schießen bitte. Und sie ablenken. Ab, ab, hey. Moment mal. Das war nicht so geplant. Das hat bisher immer anders funktioniert, genau. Dann wurdest du so dicht getackert mit Munition, dass du dich nicht mehr bewegt hast. Das war der richtige Plan früher. Und wir werden oben links angegriffen, aber es war nur ein Turm beschädigt. Ja, also diese Sniper-Viecher sind bisher nicht so wirklich häufig wieder aufgetaucht, das ist gut. Es sind ein paar mehr diesmal. Mhm. Aber Turm muss weg, Turm muss ganz schnell weg. Oh, die Türme, die müssen ganz schnell weg. Jetzt teste ich mal dich. Leider viel zu viel Viehzeug in der Nähe, um das zu beobachten. Da. Das ist lächerlich. Das ist echt lächerlich. Achso, das ist Tom.
muss gestehen, ich bin ein wenig enttäuscht. Ich hätte mindestens gedacht, dass man die kleineren Gebäude fast one-hitten kann. Und nicht sich mal draufhalten und es ist nur ein Ticken weg. Also dann ist das Ding wohl nicht da, um Strukturen zu zerstören, wie ich zuerst dachte. Jetzt muss man das reskillen. Nicht da, um Strukturen zu zerstören, sondern einfach nur, um eine ganze Masse an Gegnern auf einmal zu treffen und zu töten. So, habe ich gerade einen Fisch gekillt? Nein. Drei Türme schießen nur, ich hoffe, das schaffen die. Roboter sind wahrscheinlich auch schon am Gegenreparieren. Enemy DNA ist doch nicht auf 400 gecapped. Das war wohl nur ein glücklicher Zufall, dass es gerade bei so einer Zahl angehalten hatte. Ah, das ist schön. Trotzdem bin ich weiter fleißig am roten Tränken produzieren. So, weg mit dir. Nimm das mit. Du. 85.000 inzwischen. Die werden definitiv größer. Ich hieß auch anders vorher. War das nicht zuerst ein Hive? Das ist dann leer und dann gibt es später noch eine dritte Stufe. Wenn wir bei dem StarCraft Motiv bleiben. Habe ich überhaupt genug? Ja. Das sollte hinhauen. Was haben wir dann? Resistenzen. Feuer 25%, physikalisch 25%, Piercing 0 von 100? Ich glaube, das erste ist ein Punktschutz. Also wenn es da bestehen würde, 5/25%, dann würden 5 Punkte komplett ignoriert werden und von dem, was durchgeht, nochmal 25%? Oder heißt es einfach, es hat gar keinen Schutz? Explosive hat es minus 1,35. Von 0? Hä? Also hätte den Orkidman vielleicht doch da drauf schießen sollen und nicht auf die anderen Gebäude. Na gut, testen wir demnächst. Während ich hier am Rumflambieren bin und bald keine Muni mehr habe, sollte in der Hauptbasis ja eh neu gebaut werden an Granaten, so 3-4 Stück. Und es gab auch nur einen, echt. Also wenn das schon höhere Gebäude sind, also diese 3 Hauptbasenstufen, die es da gibt, dann sollten die höheren Basen noch ein paar mehr Infrastruktur droppen. Das wäre schon ganz schick. So, was fehlt? Solar Panels und rote Arme. Ja, kommt gleich alles in eine gelbe Kiste, damit es ersetzt werden kann. Das heißt, ich kann jetzt ein Crusher oder Grinder mehr bauen. Dafür bräuchte ich allerdings erst rote Engines. Okay. Hier muss ich nichts wegsortieren. Ist okay. Hoch, hoch, hoch. Rote Engines einsacken. Dinge in gelbe Kisten deponieren. Kann man hier unten ein bisschen Eisen klauen, falls hier was ist. Nicht viel. Hat ja alles hier schon abgefangen, ne? Jo. Gelbe Kiste. So, du brauchst auch Munition, die ich gerade weggetan habe. Ja, das ist schade. Vor allem hier hätten wir auch schon Robo-Abdeckung. Kann ich schon... Da, bauen wir eine rote Kiste? Wir müssen allerdings auch blaue Kisten erforschen, sonst machen rote Kiste keinen Sinn. Aber ich kann damit schon mal anfangen. Robot zum Rauswerfen habe ich keine. Ja. Was wollte ich? Genau, rote Engines abholen. Sprengstoff abholen. Grinder bauen. So. Sprengstoff oben abliefern. Da. So. Rote Kiste war, die Sachen werden dem System zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich setze jetzt hier eine rote Kiste hin. Was bedeutet das, wenn wir jetzt irgendwo blaue Kisten hinsetzen würden, neben dem Sniper-Turm, innerhalb eines Roboport-Einzugsbereichs, dass denn die automatisch versorgt werden würden, um die innere Sicherheit besser gewährleisten zu können. Das klingt doch super. Ich bräuchte nur jetzt wieder mehr Wasserstoff. Oder was fehlte hier? Nee, Kupfer. Ja. Okay, darum kümmere ich mich jetzt. Erstmal kann das hier alles weg, das wird eh nicht mehr benutzt. Hätte ich gerne das, das kann auch weg. Da oben ist jetzt gar nichts mehr. Gar nicht ist wenig. Das heißt, theoretisch müsste ich unten die Kupfergeschichte weiter ausbauen. Wow, was ist denn da los?
und das Kupfer von hier unten nach da oben bringen, was recht nervig ist und wuselig mit Fließbändern. Achso, ihr habt einfach noch keine Ärmchen bekommen, weil es damals noch gar keine Ärmchen gab. Und wir haben keine Sniper-Munition mehr auf dieser Stelle des Fließbandes, was nicht so schön ist. Und können es mir schon Reparatur gebrauchen. So. Das heißt, ich muss unbedingt Kupfer holen für die Sniper-Munition. Sonst haben die hier keinen Schutz gegen die Sniper-Viecher. Sniper, Sniper. Hier hätten wir noch Öl für später, das ist gut. Oh, falsch abgebogen. In der kompletten riesigen Basis haben wir jetzt eine einzige Anlage, die Kupfer produziert. Das ist nicht gut. Grinder. Mach hier mal einen Grinder hin. Und da mal so einen hin. Okay, du kriegst Speedmodule. Go. Jetzt muss ich mir hier echt von Hand das wegklauen. Das ist mau. Das ist echt mau. So. Gib mir grüne Chips. Rote werden anscheinend gerade gar keine hergestellt, weil kein Kupfer hier ankommt. Ich habe jetzt 130 Stück und die brauche ich eigentlich für die Sache da oben. Oh ja, Essen, Trinken und so. Und es werden auch keine Tränke hergestellt, weil ebenfalls Kupfer fehlt und. Nicht gut. Sieht nicht so wirklich gut aus gerade. Ich müsste mich also um Micromanagement kümmern. Naja, nicht wirklich Micromanagement, aber ich müsste mich darum kümmern, dass das Kupfer dahin kommt, wo es hin soll. Und ich kann mich jetzt noch nicht auf Roboter verlassen. Das heißt, ich nehme mal die Grinder hier weg. Ich kann das Kupferfeld nicht ohne Grinder abbauen. Dann wäre es zu schnell alle und wir haben keinen Ersatz dafür. Das da oben ist zu weit weg. Und da ist eine Riesenbasis, die ich eigentlich mal ein bisschen zurechtstutzen müsste. Ja, also wäre die einzige Alternative, ich nehme hier die Grinder weg. Nee, kann ich ja nicht machen. Nee, gut. Lässt sich nicht ändern. Ich muss jetzt damit leben, dass ich jetzt erstmal ein paar Folgen lang wieder Kupfer von Hand hin und her karre, je nachdem, wo ich es gerade brauche. Also wenn ich Sniper-Munition herstellen will, bringe ich halt einen Schwung Kupfer nach oben zu den Sniper-Dingern. Wenn ich rote Chips herstellen will, dann schmeiße ich hier Kupfer direkt. Wow, 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 wow. Wo? Da. Schmeiße ich da Kupfer direkt rein und so weiter halt. So, Entschuldigung, Roboter. Ich wollte nicht deine Arbeit klauen. So. Und bau davon ein paar mehr, das auch hinhaut. 100 Megajoule. Wir hatten 600 Gigajoule mal gehabt, oder? Ach ja, damals. So, was wurde hier zerstört? Ein rotes Ärmchen. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte noch in gelbe Kisten irgendwo rote Ärmchen und andere Sachen reinpacken, die kaputt gehen ab und an. Flammenwerfermuni habe ich noch, hätte ich ganz gerne trotzdem aber mehr. So. Und jetzt, da wir doch recht viel Sprengstoff haben, mache ich das hier mal wieder. So. Da wird ganz viel gedackert. Schön. Ja, nicht gut. Ramschkiste? Machen wir dich mal zur Ramschkiste. Du bekommst das da, komische Dinge, Holzkisten, ein Draht, ein Snipergewehr, Türme, die ich gerade nicht nutze, das und das. So. Gib mir das und dann teste ich mal in der nächsten Folge, ob die Hives, also die Zentralgebäude von den Zerg, ob die wirklich mehr Explosivschaden bekommen. Weil laut Tooltip sah das ja so aus. Ja. So, genau. Du bekommst jetzt einen Schwung Kupfer, weil ich will unbedingt Sniper-Munition haben. Und jetzt
gehe ich nochmal nach unten und hole die Flammenwerfer-Munition. Dann haben wir uns vorbereitet für den nächsten Angriff. Also Plan, nächste Folge, ich gucke mir die Basis da an. Das heißt allerdings auch, ich müsste zum ersten Mal eine Königin selber töten. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Also nicht wirklich, mit dem Flammenwerfer zum Beispiel. Ich sehe mich auf jeden Fall schon mal sterben. Also bis gleich.